Hallo und herzlich willkommen zu Klaus dem Wohnzimmer Nummer 7 an einem Mittwoch. Schön, dass wieder ein paar Leute da sind. Willkommen in meinem Wohnzimmer. Jemand hat mal festgestellt, Klaus, das ist ja geschummelt, weil das ist ja gar nicht dein Wohnzimmer. Das stimmt. Ich habe gelogen, die ganze Zeit lang. Seit 2 Monaten lüge ich euch an. Mein Wohnzimmer ist eigentlich da hinten, wo es dunkel ist. Ja, naja, man kann es definieren, wie man will. Ich habe heute zum ersten Mal, seitdem ich diese Show mache, ein Forchheimer Bier dabei. Es ist das ausgezeichnete Greifhell. Es ist so toll. Es ist das beste helle Bier, was es gibt, Leute. Glaubt es mir. Glaubt es einem Forchheimer, der natürlich völlig unvoreingenommen ist. Cheers. Mal auf diesem Weg mal noch vielen Dank an die ganzen Geburtstagsglückwünsche, die ich bekommen habe. Samstag war ja mein 42. Geburtstag und weil das der 42. Geburtstag ist und natürlich ist auch jetzt bin ich abgelenkt, weil ich in den Chat geschaut habe. Am 42., also 42, die bekannte Zahl, das ist die Antwort auf die Frage aller Fragen, die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem oder und dem ganzen Rest, je nachdem, ob Hörspiel oder Buch. Und das Verrückte ist, die Schallplatte, es klingt gut, Schallplatte zu sagen, die meine Band Your Kind of Spark letztes Jahr rausgebracht hat. Ich zeig's mal kurz. Dieses Schmuckstück hier, Rectangular Soul, ist genau 42 Minuten und 42 Sekunden lang. Das ist, das finde ich cool. So, und mit diesem kleinen, mit dieser kleinen Anekdote würde ich mal sagen, ich fange mal an. Heute war die Wünschauswahl nicht so groß. Ich habe hab das auch ein bisschen kryptisch formuliert. Wünscht euch was, was ihr meint, was ich mir wünschen würde. Ein paar Sachen kamen dabei raus, die sehr wohl voll in meinem Sinne waren. Dann kamen auch wieder ein paar nicht und so. Ich habe das Programm jetzt ein bisschen aufgemotzt, also so ein bisschen. Okay. Das war ein Absturz. Weiß nicht, was da jetzt passiert ist, aber es war plötzlich, meine Streaming-Software war einfach weg. Aber gut. Hoffen wir mal, dass es nicht nochmal passiert. sorry, das ist natürlich unangenehm. Vor allem, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit hinschaue, dann merke ich es nicht, wenn es passiert, ne? Aber gut. Irgendwann musste sowas ja mal kommen. Cheers. Gut. Dann erkläre ich mal den ersten Song. Der erste Song ist ein Song von einer Band. Die Kerstin Kuhn hat sich You and I gewünscht von Wilco oder irgendeinen anderen Song. Ich habe natürlich irgendeinen anderen Song genommen. Und zwar habe ich genommen einen sehr, 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 sehr traurigen Song als lustiger Opener für heute. Weil ich finde, heute ist auch so ein bisschen ein roter Faden, dass es ein bisschen allgemein so um Einsamkeit geht, weil hier ich in meinem kleinen Kapuff, es nagt schon an einem, ne? So nach 2,5 Monaten ist man schon ein bisschen zermürbt. Man kann jetzt zwar wieder ein bisschen aus dem Haus gehen, und das habe ich auch getan an meinem Geburtstag und es war total schön. Es war halt nur von 5 bis 8, weil länger darf man nicht und so. Aber es war mal wieder eine schöne Abwechslung. Und jetzt sind auch, glaube ich, alle wieder im Stream gelandet, die vorher da waren. Der Song heißt How to Fight Loneliness. Das ist aus dem Jahr 1999.
vom Album Summer Teeth. Und zu dem Song habe ich mir Unterstützung geholt vom zweitgrößten Wilco-Fan in meiner Band Your Careless Park. Erstgrößter Wilco-Fan ist der Uwe, zweitgrößte bin ich. Jetzt komm. Ich habe mir mich dazu geholt, doppelt. Damit wir drei Instrumente gleichzeitig haben und das nicht immer nur so von Band, sondern man sieht es auch. Das heißt, jetzt kommt How to Fight Loneliness von Wilco mit mir und mir an den Instrumenten. Und mir. Ja, selbst eingenommen bin ich ja gar nicht. Okay, los geht's. Sharpen them with lies. Whatever is going down, we're following you around. The sound of fire, loneliness. You laugh at every joke. Drag your blanket blindly and fill your heart with smoke and the first thing that you want will be the last thing that you need. That's how you fight it. Thank you.
Wilco mit viel Hall auf der Stimme jetzt gerade. Hi. Läuft es bei euch alles? Kann man gut was hören? Gut. Ja, yeah, wieder ein gute Laune-Opener, Lisa. Always. So. Und weil es so viel Spaß macht, mit mir selber zu spielen. Oh Gott, das. Ach Gott. Ich lasse euch kurz lachen. Ja, lacht mal. Ich muss selber. Okay. Was ich sagen wollte ist, weil das so viel Spaß gemacht hat. Ich hab gestern oder vorgestern noch mal gequatscht mit dem Chris Hielscher und der hatte sich ja Weather With You von Crowded House gewünscht, was natürlich sehr in meinem Sinn ist, weil ich mag diese Band ja extrem gern. Neil Finn, einer der besten Songwriter, den wenig Leute kennen, außer jetzt von dem Song und Don't Dream It's Over, kennen die meisten Leute wahrscheinlich keine einzigen anderen Song von Crowded House oder von Neil Finn Solo oder von den Finn Brothers oder von Split Ends oder Pajama Club. 1000 Projekte, die er gemacht hat. Weil ich schon dieses How to Fight Loneliness mit zwei anderen Kläusen gemacht habe, habe ich mir gedacht, na ja, dann kann ich ja vielleicht Weather With You doch machen. Und genauso kommt's jetzt. Das heißt, der nächste Song ist Weather With You von Crowded House, gewünscht von Chris Hielscher, der eigentlich immer irgendwie weiß, was ich so musikalisch will. Ist schön, wenn man so jemanden in der Band hat. In diesem Sinne, Weather With You. Ich hoffe, ich verpasse den Einsatz nicht. Aber ich glaube, ich werde von mir selbst eingezählt. Schön. Okay, let's go. Ah nee, brauch wieder Hall. Hilft ja nichts. It's the same room, but everything's different. You can fall asleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Strange affliction wash over me. Julius Caesar and the Roman Empire couldn't conquer the sky. Well, there's a small boat made of China. It's going nowhere on the mantelpiece. Well, do I lie like a laundry lizard? Or do I sing like a bird released? Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather with you. Always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Everywhere you go, everywhere always you take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Take the weather with you.
Ist schon ein schöner Song. Drei Kläuse sind super. Ja, naja. Be careful what you wish for, sage ich nur. So, als nächstes. Der G von den Chicolores ist ein fleißiger Wünscher. Und der wünscht sich witzigerweise eigentlich immer nur was von Ernst. Klaus Gewimmel. Hi, Welli. Servus. Auch schön, ich freue mich, dass ihr da seid. Ist man nicht ganz so alleine. Servus, Peter. Also, der G wünscht sich immer was von Ernst und diesmal hat er sich eine Nummer gewünscht, der ich zufälligerweise ein bisschen Aufnahmen noch rumliegen hatte von der Ernst-Band, die da mal für eine Sonderversion dieses Songs auf unserem Greatest Hits-Album Schlagzeug und ein bisschen E-Gitarre eingespielt hat. Und deswegen lasse ich mich jetzt ein bisschen von Olli Lotz und Matze Trykowski unterstützen bei Heizkörper, einer der großen Hits von Ernst von damals. Der Song ist aus dem Jahr 2006, aus dem Album Firlefanz. Ja, so wie auch Sarah Kuttner mag mich nicht. Ist auch in A-Moll, witzigerweise. Ähnlicher Song. Jetzt muss ich mal die Akustikgitarre anschmeißen. Genau. Heizkörper mit ein bisschen akustischer Unterstützung von Matze und Olli. Ich freue mich. Ich trage Thermo und Tappe, schütze mein Kaminfeuer an, lege mir den Schal um den Hals und zieh ne Jacke mehr an. Ich werd die Bommelmütze auf und zieh die Skisocken an. Ich werf noch mehr Holz ins Feuer, das musst du mir an. Ich trinke Schnaps aus dem Flachmann und Tee aus dem Glas. Ich esse heißen Apfelstrudel und aus dem Herd brennt das Gas. Ich mach das nicht aus Vergnügen, das ist höhere Gewalt. Auch wenn's das Quecksilber nicht anzeigt, ist mir kalt. Ich will dich und deinen Heizkörper. Ich mach dich mal an. Ich will dich und deinen Heizkörper. Ich mach dich mal an. Ich hab die Gänsehaar vom Anblick von dir. Ich will dich und deinen Heizkörper. Ich mach dich mal an. Ich will dich und deinen Heizkörper. Ich frag dich mal wann.
Yeah. Die Ernstle. Heizkabär. Bockstark. So, mein Kloß im Hals, Knoten im Hals, Dingsbums da, Stimmdings, da geht jetzt auch eigentlich wieder ganz gut. Der nächste Song. Achso, ich bin immer noch hier. Ja, so. Cheers, Leute. Cheers. Schön. Als nächster Song kommt ein Song. Ich muss die Ansagen noch ein bisschen üben, gell, Chris und Uwe. Es gibt eine Band, über die, also es ist schon viel geredet worden im Ernst, über Your Careless Bark, so selbst Fred Newman und Chico Loris und Two Thumbs Up. Es wurde noch gar nicht über Prisma All-Stars gesprochen. Und Prisma All-Stars war ein Musikerkollektiv aus lauter Leuten komplett unterschiedlichen Spektrums und wir waren so zu 15 und haben auch so ein bisschen Coverauftritte gemacht und das war immer sehr, sehr, sehr spannend und witzig. Und einen Song habe ich damals mit dem Uwe gemacht und dem Giovanni, aber der ist heute nicht da. Und der ist von Bon Iver und ich habe damals ihn angesagt wie mit Bon Iver. Und das ist auf Video auf YouTube. Mega peinlich. Mega peinlich. Der Song heißt Skinny Love und da ich den selber nicht spielen kann, muss ich natürlich, brauche ich ja wieder Hilfe. Ne? Ich bin ja so, ich habe ja, ich bin hilfsbedürftig. Das heißt, ich lade mir jetzt in meinen Stream mal wieder den Uwe Schlagenhaft ein, weil er ist einfach der Beste. Und ich mache jetzt hier auch einen Chorus auf meine Stimme gleich. Nicht wundern, es soll ein bisschen mehr wie Bon Iver klingen. Ist Absicht. und der Song Skinny Love, zum ersten Mal live gespielt, glaube ich, 2011. Im Prisma, mit den Prisma Allstars und war immer ein sehr beliebter Song. Und den habe ich mir quasi selber gewünscht jetzt. Damit ich was mit dem Uwe zusammen machen kann. In diesem Sinn, und ich glaube, ich sage sehr, sehr oft in diesem Sinn vor einem Song, kommt jetzt Skinny Love. But it
Der Uwe Schlagenhaft. Ach, ist das schön, mit ihm zu spielen. Auch wenn er nicht im Raum ist. Ah. Mach mal lauter. Ist doch laut genug. Kann man auch an. So. Jetzt wird's gleich. Jetzt muss ich mich. Ich brauche mal einen anderen Stuhl, ne? Der knarrt die ganze Zeit. Also. Naja, meine Schwester Annette hat mir zu meinem Geburtstag, ihr erinnert euch vielleicht an meine komische Behelfskonstruktion hier für die Mundharmonika, hat mir einen Mundharmonika-Halter geschenkt. Yay! Jetzt kann ich sowas auch vernünftig machen. Also nicht, dass ich jetzt noch irgendwie mehr auf der Mundharmonika könnte als vorher, aber dann muss ich mich da halt drum kümmern. Ich setze mal auf. Ich glaube übrigens, dass bei dem hohen, lauten zwei Schreien am Schluss jetzt gerade meine Nachbarn sich gedacht haben, what the fuck geht mit dem ab, Mann? Hat der Sex, oder? Ja, das wäre eine komische Art von... okay. Okay, jetzt ist es so. Es hat sich schon länger immer wieder mal jemand Piano Man von Billy Joel gewünscht und... Naja, es ist ein schönes Lied, ne? Aber ich habe immer gedacht, so, was mache ich denn? Das hat eine Mundharmonika drin und alles. Aber dann mache ich es halt mit der Mundharmonika. Das Witzige ist, dass ich genau wie meine Schwester mir das Ding gegeben hat, habe ich so nachgedacht, welche Songs sind denn mit Mundharmonika? Und dann bin ich auf den gekommen. Also gibt es jetzt endlich Piano Man von Billy Joel. Und ich habe ihn gestern zum ersten Mal gespielt. Und den Text habe ich erst seit heute da stehen. Also, aber ich gebe mir Mühe. Also, ne? Ihr wisst ja, kleine Brötchen. Ja, das wird, glaube ich, mehr oder weniger der einzige Song, den ich jetzt allein bestreiten muss. Aber wird schon. Piano Man, here we go.
da. Gut. Ihr habt's vermisst, oder? Okay, schauen wir mal. Da muss ich auch wieder sehr hoch singen dann später. Und immer so mit meinem Kinn an der Mundharmonika. First World Problems. Okay. Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, "Son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I know it complete when I wore a younger man's clothes." Oh, da la di di da 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 di di da da da. Singer's a song, you're the piano man. The singer's a song tonight. And you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. But he's quick with a joke or he'll light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, "Bill, I believe this is killing me." Has a smile ran away from his face. "When I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place." Singing la da 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 da. Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with Davy, who's still in the Navy and probably will for life. And the waitress is practicing politics as a businessman slowly gets stoned. And the other sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Saturday, or on Wednesday, and the manager gives me a smile.
Cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and said, man, what are you doing here? Ladida. So. Vielen Dank. Ah. Okay. Jetzt kurz ein bisschen Tacheles reden. Die Sache ist doch die. Seit der Pressekonferenz vorgestern heißt jetzt, man soll wieder Konzerte machen können mit bis zu 50 Personen innen und 100 Personen außen. Stell sich den Hirsch vor, er bucht Bands, wo dann 50 Leute kommen. Das macht relativ wenig Sinn. Aber was immer noch geht und was jetzt wieder geht, ist, dass wir uns als Band wo treffen und von dort aus streamen. Und ich nehme jetzt mal Kontakt auf mit einem Bandmenschen. Schauen wir jetzt mal, ob der da ist. Das ist noch nicht passiert. So, jetzt. Okay. Weil. So. Schauen wir da mal. Da ist er. Schauen wir mal, ob er rangeht. Die NFT-Source ist aus. Okay, hier noch die Einstellungen. Es ist alles prima vorbereitet. Lautsprecher machen wir ein wenig leiser. Und dann probieren wir das mal. Ja, ich höre ein Amt. Servus. Servus. Jawohl, da ist er schon. Jetzt müssen wir mal kurz hier noch einbauen, damit man ihn auch sieht. Die Leute können noch raten, wer es ist. So. Gucken wir mal. Ja, oh, der ist aber groß. Okay. Den müssen wir mal ein bisschen kleiner machen. Das ist so aufregend. Man kann an der Frisur vielleicht schon erkennen, wer es ist. Nein, jetzt habe ich es falsch weggeschoben. Wo ist er? Da. Nee, ist er nicht. Da ist er. Einfach nur ein bisschen Geduld, ne? So, da ist ein ganzes Gesicht. Der G von den Chicoloris ist am Start. Servus, G. Hallo, Klaus. Hallo. Hallo. Kuckuck. Ne, das ist immer noch falsch hier. Fuck, was macht denn? Oh, Entschuldigung, ich meine natürlich Mist. So, jetzt kann man uns beide sehen und uns auch beide hören, glaube ich. So, G, jetzt pass mal auf. Wie bist du denn auf die Idee gekommen oder wer ist da auf dich zugekommen mit diesem Zeug in Bamberg? Ja, das war Radio Bamberg, der Jörg Wagner hat mich angesprochen und
hat gemeint gehabt, das wäre doch auch was für euch, nachdem so die ersten Veranstaltungen online gegangen sind mit der All-Star-Rock-Band und mit den Dorfrockern. Und ja, also ich war da auch vor Anfang an Feuer und Flamme, weil ich denke, dass das eine coole Geschichte ist, wo wir einfach mal wieder zusammen ein bisschen Studi-Rock und Weltmusik machen können. Yeah! Beschreib, erklär doch mal, wie das genau abläuft, also wo das ist und wie es ausschaut und so, also falls du das in Worte fassen kannst. Ja, das Wichtigste ist, dass jeder Song Anapesten enthält und Alliterationen, Palindromen. Und dementsprechend haben wir auch das Programm so eingestellt, haben auch jemanden dabei, der die Gitarren extra auch immer ein bisschen verstimmt, damit es ein bisschen alternativer klingt. Und grundsätzlich ist es so, wir treffen uns in dem Kulturboden in Hallstatt und werden da im Zuschauerraum spielen. Mit dem gewissen Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern. Und werden wir Vollgas geben. Klaus, du bist dabei, du bist der wichtigste Mann von uns. Du bist ja auch Mitarbeiter des Monats ab März gewesen und deswegen werden wir dich da auch entsprechend hofieren. Das ist sehr, sehr, sehr freundlich. Fühle mich ein bisschen unter Druck jetzt dann aber auch. An dieser Stelle übrigens Prost bei diesem Bier an den Tommy, meinen Lieblingswirt, der ungefragt dieses Bier mir kredenzt hat. Und das werde ich für immer auch ihm dankbar sein. Dankeschön. Der Tommy von der Monobar ist gemeint. Wer sonst? Cheers. Ich blende jetzt mal, weil das nämlich alles geht, ne? Blende ich hier mal diese Infografik ein. Puff. Haha, da. Samstag, 30. Mai, Chicolores, ab 20 Uhr, Barnefitz Kulturstream. Barnefitz.de oder ist das? Barnefitz-Kulturstream.de, okay. Oder radio-bamberg.de oder auf unserer Facebook-Seite oder auf Veranstaltungsservice Bamberg oder bei Radio Bamberg auf der Facebook-Seite. Ihr könnt überall zusehen und wir freuen uns auf euch, denn das wird eine richtig heiße Schoße. Der Tanz auf dem Vulkan. Ich weiß, es ist verboten. Das ist ein anderer Song, ne? Du bist so heiß wie ein Vulkan. Das ist nicht Tanz auf dem Vulkan. Der Tanz auf dem Vulkan ist Helge Schneider. Ne? Ja, genau. Top Song. Ja. Ja, also da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf, weil irgendwie so in so einer größeren Runde irgendwie sich mal wieder treffen und Musik machen, das ist halt jetzt ungewohnt. Und da gehen manche Leute vielleicht ein bisschen vorsichtig ran und manche eher so, yeah, servus! Und so, schauen wir mal, wie es läuft. Ja, ich glaube, was wirklich seltsam sein wird, dass keine Publikumsresonanz im Raum ist. Ich glaube, das wird am Anfang bestimmt komisch werden, aber ja, ich glaube, die Freude, dass wir uns wieder treffen und gemeinsam Musik machen können, überwiegt. In der Tat. Cheers, Huber. Prost! Okay, dann belassen wir es doch gleich dabei. Ich blende es hier nochmal ein. 30. Mai, das ist quasi dann nächster kommender Samstag schon. Also jetzt heute in 3 Tagen ist schon soweit. Ich habe noch nicht geübt, aber ich habe ja noch 2 Tage. Ja. Ja, du hörst mich ja sogar, ne? Aber wahrscheinlich über das andere Mikrofon. Komisch. Naja. Okay, danke G. Gerne. Schönen Abend noch und wir sehen uns am Samstag. Alle zusehen, alle. Jawohl. Und wir ziehen uns die Hosen aus. Bis dann. Man sieht es bei mir nicht beim Keyboard. Ciao. Ciao. Das war der G. Und schon ist er wieder weg. Jetzt ist es natürlich ein bisschen geschummelt, dass man gar nicht mehr weiß, wie das ist, mit anderen Leuten zusammen in einem Raum zu sein beim Musikmachen. Denn. Und damit kommen wir zu den nächsten 2 Songs. Ich schalte jetzt mal live. Nein, ist nicht live. Aber ich schalte jetzt mal um nach Forchheim. Denn das bin ich auch. Und schnipp. Hey, hallo. Servus. Hello, du thumbs up. Plötzlich bin ich in Forchheim. Mit 2 anderen Menschen. In echt 2, 3 Personen in einem. Erzähl's niemand. Keinem Raum. Was? Keinem Raum. Nein, es ist kein Raum. Im Freien. Es ist quasi, wie man ja hört. Ich bin nur eine. ein Hologramm. Ja, ein Hologramm. Wir spielen jetzt 2 Lieder für euch.
Und bitte. Zählt jemand vor? Nee. 1, 2, 3, 4. Of two soft voices and imperfection from the reels of this record that I found. Every day there's a boy in the mirror asking me, what are you doing here? Finding all my previous motives, growing increasingly unclear. I've traveled far and I've burned all the bridges I believed as soon as I hit land. All the other options held before me will wither in the light of my plans. So I lose some sails and my boss won't be happy, but there's only one thing on my mind. Searching boxes underneath the counter, on a chance that on a tape I find a song for someone who needs some words to long for. Schon vorbei. Das waren die Kings of Convenience, also eigentlich waren es Two Thumbs Up. Aber es war von den, ihr wisst schon, was ich meine. Genau. Nachdem jetzt alle klatschen, machen wir einfach eine kleine Zugabe, würde ich sagen. Danke, danke, danke. Die wollten ja eh, die wollten ja sowieso eine haben. Ja. Ja, Daumen hoch und Herzchen, dung, dung, dung. Ja, die ganze Zeit, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Das ist dann mit Smiley und so. Ja, dann machen wir, weil wir alle mit Nachnamen Schmidt heißen, machen wir jetzt einen Song von den Smiths. Okay, seid ihr soweit? Gewünscht habt, ja. Ja. Ja, genau. 1, 2, 3, 4. Take me out tonight. Where there's music and there's people and the love of the life. Driving in your car. One anymore.
such a heavenly way to die. And if a tent of control kills the ball of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me on. Schmitzkatze. Schön, Dankeschön. Wir gehen ab ins Studio. Wir gehen ab ins Studio. Viel Spaß noch mit der Live-Show. Oder ist sie jetzt schon rum? Nee, die kommt, da geht's noch weiter. Da geht's noch weiter. Ich denke schon. Two thumbs up. Ja. Wie man sieht, waren wir endlich mal wieder zu dritt in einem Lichtraum. Ein paar von euch haben das ja auch wahrscheinlich gesehen in unserem spontanen Livestream in 320x160 Pixel Auflösung am Sonntag. Die Two Thumbs Ups der Tobias Seitz und der Peter Lassner, immer wieder schön. Die waren jetzt quasi fast bei jeder Show, war mindestens einer von den beiden gefeatured. Ist voll schön. So, und jetzt, wo es draußen dunkel wird, naja, noch nicht ganz, aber können wir mal noch ein bisschen düsterer werden. Und vor langer, langer Zeit hat sich die Claudia Kuschel gewünscht, dass ich doch Dead Boats River spielen soll von Your Careless Spark. Dead Boats River ist ein Song, der entstanden ist durch ein Urlaubserlebnis, wo wir mit einem Bus... Der Tilo war dabei und die Melina. Und später dann nächstes Jahr drauf, dann war ich mit der Claudia dort. Am Le Du. So heißt es, oder Dubs. D-O-U-B-S. Ich glaube, er wird Du ausgesprochen. Und da haben wir mit unserem Campingbus übernachtet dann an dem Ufer von diesem von dem Fluss. Und davon entstand der Song. Und da der Uwe ja eh schon Skinny Love eingespielt hat, habe ich gedacht, ich hole ihn auch noch gleich und da darf er gleich noch mitspielen bei dem Song, den ich immer am liebsten live spiele mit Your Careless Spark, weil da so viel passiert und ich die letzte Hälfte vom Song eigentlich nur noch genießen kann, was der Uwe da auf der Gitarre spielt. Das heißt, jetzt kommt eine leicht abgeänderte, weil keine echten Drums dabei. Chris, kannst du ja zu Hause Luftdrums spielen. Es ging alles sehr schnell. Das kommt jetzt.
Und ich muss bloß noch finden. Ach nee, ich brauche hier gar nichts. Okay, so cool. Okay, also jetzt kommt Dead Boats River von Your Careless Spark mit dem Uwe.
wenn man so einen Gitarristen hat, ist man einfach, kann man einfach happy sein. Ach. Dankeschön, Uwe, fürs Mitmachen. Vielen Dank. So. Der Uwe ist der Beweis, warum Gitarristen einfach die geilsten sind, schreibt mein Bruder. Therefore it is written in stone. So, liebe Freunde. Es ist schon wieder soweit. Wir kommen zum letzten Song. Und das wird auch was Längeres. Und zwar habe ich vor 10 Jahren ungefähr oder 8 Jahren habe ich im Stereo mal eine alleinige Solo-Show gemacht, wo ich nur Radiohead und Tom York gecovert habe. Das habe ich schon mal erzählt bei einer anderen, wo ich Videotape gespielt habe. Und und da gab es eine Nummer, die ich am liebsten gespielt habe da. Und das ist eine Solonummer von Tom York, die aus dem Soundtrack vom 2. Twilight-Film. Ja, also ich, um jetzt mal kontrovers zu werden, ich mag den 1. Twilight-Film sogar sehr gerne. Ja, ich weiß, das wird jetzt, wenn jetzt gleich alle Leute wegschalten. Aber ich finde den 1. Twilight-Film echt gut. Den 2. finde ich unfassbar langweilig. Und die anderen 3... So, aber den 1. finde ich wirklich gut. Und im 1. kam schon 15 Step vor im Abspann, wo ich mir schon gedacht habe, oh cool, okay, ihr seid eigentlich ganz cool, die ihr Produzenten von dem Song. Und für den 2. Song hat dann Tom York eigens, wahrscheinlich ohne zu wissen, wie der Film wird, zu dem 2. Film hat dann Tom York eine eigene Nummer noch komponiert, namens Hearing Damage. Und den spiele ich jetzt. Und ich habe damals so ein bisschen Beats dazu gebastelt, damit ich live dazu spielen kann. Und das wird jetzt auch so passieren. Und jetzt mache ich mal wieder ein bisschen mehr Disco hier, glaube ich. Weil das ist jetzt was zum Tanzen, Leute. Also mindestens vom Tilo erwarte ich, dass er jetzt in seiner Wohnung aufsteht und abspackt. Hearing Damage von Tom York, der vorerst letzte Song heute. Und da muss ich noch ein paar Sachen einstellen. Ja. Knarrt. Ja. Thank you.
bread and butter, but you don't feel like butter. Fingers are blown, your ears are rocking, you're hearing damage. You should feel better, you should feel better. Can do no wrong. In my eyes, in my eyes, you can do no wrong. In my Danke fürs Zuhören. Das war's. Ciao.
Hello, welcome back from the break. Es kommen für euch noch zwei Songs und dann ein neuer Ernst-Song, wie immer. Und die zwei Sachen vorher sind recht kurz. Vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank für die... Es ist heute mehr los als beim letzten Mal. Das finde ich sehr cool. Das heißt, der Mittwoch ist vielleicht doch eine gute Idee gewesen. Und es wird weitergehen, keine Angst. Und bevor ich jetzt den letzten Song mache, nochmal der Hinweis auf meine PayPal. Jetzt habe ich selber PayPal gesagt. Ich Depp. So, PayPal, also wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ihr das ein bisschen unterstützt, was ich da mache. Und es wird nicht alles für Bier ausgegeben, keine Angst, sondern eher für die Miete. Es kommt jetzt, der David Lodi vom Stereo hat auf meinen Dings, dass ich auf meine Anfrage, dass man sich was wünschen soll, was ich vielleicht mir selber wünschen würde, hat er gesagt, Pat Metheny, aber ich glaube, das ist kein Spaß. Zitat Ende. Ist natürlich kein Spaß. Pat Metheny ist Jazz-Gitarrist. Aber Pat Metheny hat auch ein paar schöne, im Prinzip simple, kleine, hübsche Piano-Nummern gemacht. Und davon spiele ich jetzt eine. Und danach kommt noch was, was im Sinne vom Sören ist. Und vielleicht auch von meiner Mom. Und in dem Zusammenhang wollte ich jetzt mal auch Hallo zu meinen Eltern sagen, die hoffentlich wieder beide zusammen zuschauen, wo ich mich sehr freue. Und alles Beste nach Forchheim. Und in diesem Sinne kommt jetzt Letter from Home von Pat Metheny Group und danach noch was anderes. Und dann schmeiße ich euch noch raus mit einem neuen Ernst-Song. You don't have to put on the red light.
those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear the dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Love you since I knew you. I'm gonna talk down to you. I told you once, I won't tell you again. You won't chain with another boy. You know my mind is made up. So put away and make up. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. You put on the red light. Put on the red light. I 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 put on the red light. You don't have to put on the red light. I put on the red light. Und damit entlasse ich euch mit einem neuen Song von Ernst namens Lenz geht los.
ist im Winterschlaf. Blume, Blätter, Pickel sprießen. Alles wächst, was wachsen darf. Chlorophyll und Tränensäcke arbeiten im Überfluss. Sonnenstrahlen, Endorphine für was sich vermehren muss. Heckenschere, Epilierer stutzen die Details in Form. Vogelnester, Fitnesscenter strotzen vor Bevölkerung. Wiesenfelder, Diskotheken füllen sich mit Lebensform. Überall nur frische Früchte, unverpackt und unverdorben. Let's get low, let's get low. Eier und Bienenstöcke summen voller Tatendrang. Let's get low, let's get low. X und Y suchen nach Zusammenhang. Treue Schüre, Pollenflügel, überall herrscht Euphorie. Heuschnupfen und Seitensprünge, daran denkt man anfangs nie. Schmetterlinge, rosa Brille, viel zu schön um wahr zu sein. Eintagsfliegen, Körbe kriegen, irgendwann holt's einen ein. Und im Herbst, da werden alle heulen. Da werden alle heulen. Let's get low, let's get low. Bienen und Eierstöcke summen voller Tatendrang. Let's get low, let's get low. Da werden alle heulen. Und im Herbst, da werden